Naja, was heißt komplett anders nicht? Ja, die Spieler bleiben die gleichen. Also von daher wissen wir schon, auf was auf uns zukommt. Aber es ist ein anderer Trainer, hat eine andere Ausrichtung, hat zuletzt auch einiges verändert, probiert, taktisch auch flexibel gespielt oder spielen lassen. Gerade das letzte Spiel in Mannheim haben sie sich wirklich gut verkauft. Das ist ein bisschen daran gescheitert, dass sie einfach naive Gegentore bekommen haben. Und ja, trotzdem ist es eine Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand steht. Ja, es ist eine Mannschaft, die punkten muss. Und ja, das macht sie aber gefährlich. Es ist Eintracht Trier, das wissen wir aus dem letzten Jahr, also ich, seit ich hier bin, es sind immer enge Spiele, hart umkämpfte Spiele. Das ist eine Mannschaft, die auch physisch dagegenhauen kann oder dagegenhalten kann. Und das wird morgen, ja, es wird eine reizvolle, spannende Aufgabe. Wir wollen zu Hause natürlich dreifach punkten. Ist auch klar, wir wollen natürlich unseren ersten Platz weiter fest zementieren und wissen, dass wir uns auch nichts erlauben können. Ja. Die Konkurrenz wird auch wieder punkten. Das wird jetzt bis zur Winterpause so weitergehen. Und von daher sind wir morgen wieder gefordert. Ja, ich freue mich, dass wir mal zu Hause so ein Freitagabendspiel haben. Ja, das kommt ja nicht so oft vor. Ich mag die Spiele, weil man natürlich auch dementsprechend dann auch das Wochenende gestalten kann, auch klar, ja, wenn du erfolgreich bist. Und ja, wir freuen uns auf das Spiel. Ich habe die Woche versucht, auch bewusst nochmal alle einzuschwören, ja, nochmal klar einen Fokus zu legen, wie wichtig diese nächsten 5 Spiele sind. Ja, wir wissen es ja vom Sommerauftakt, ja, wo uns ja jeder prophezeit hat, was wir für einen schweren Auftakt haben. Das ist auch richtig. Ja, und diese Spiele kommen uns jetzt wieder auf uns zu. Also von daher, für mich geht es gefühlt so ein bisschen jetzt wieder von vorne los. Und wichtig ist, dass hier keine Zufriedenheit entsteht. Wichtig, dass jeder weiß, wie schwierig es war, sich diesen Platz da oben zu erarbeiten. Aber dass wir natürlich jetzt auch, jeder jetzt drauf spekuliert, dass wir da wieder da oben vielleicht runterpurzeln. Und das liegt nur an uns selber, da müssen wir punkten. Wir müssen unsere Aufgaben machen. Hinten dran ist so ein Fünferpulk. Ja, die Mannschaften sind alle, merkst du auch, jeder wittert seine Chance. Deswegen bist du einfach gut beraten, selber zu punkten, deine Hausaufgaben zu machen. Ich weiß sehr wohl, dass ich momentan natürlich auch, was den Kader betrifft, dass es bei uns eng ist, dass wir ein paar Entscheidungen treffen müssen, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen improvisieren müssen. Also ich weiß sehr wohl, dass das kein Selbstläufer wird morgen. Ich glaube, es wird eng. Ja, wir müssen in entscheidenden Momenten da sein. Wir müssen eine gewisse Effektivität am Tag legen. Wir müssen uns Torschancen rausarbeiten. Wir müssen dann aber auch effizient sein in der Ausnutzung der Torschancen. Vielleicht kriegen wir morgen nicht so viele. Kann passieren. Und da erwarte ich von meiner Mannschaft ganz klar morgen einen guten, beherzten Auftritt. Und zu Hause, glaube ich, sollten wir sehr selbstbewusst auftreten. Gibt allen Grund dazu, da überhaupt keinen Zweifel zu haben an dem, was wir tun. Und von daher freue ich mich morgen auf ein spannendes, aber mit Sicherheit auch schweres Spiel gegen Eintracht Trier. Ja, du hast es ja vorweggenommen, nachdem der Markus jetzt nicht da sitzt, war es schon so, dass es momentan, gerade was ihn betrifft, nicht so leicht zu greifen ist. Er hat Samstag 90 Minuten gespielt, hat Dienstag einen harten Trainingstag durchgezogen und hat dann plötzlich dann wieder eine Problematik gespürt, nicht an der verletzten Stelle. Und da sind wir bei Markus schon ein bisschen momentan in Sorge, ja, weil es halt immer sehr, sehr unberechenbar ist für uns. Ja. Doktor ist dran, Ärzte sind dran, da auch natürlich rauszufiltern, was hängt da genau dahinter. Und trotzdem gehe ich davon aus, dass ich heute Nachmittag wieder ganz normal trainieren kann und dann hoffe ich, dass ich morgen natürlich einsetzen kann. Aber das macht es momentan jetzt nicht ganz so leicht, was die Personalien betrifft. Ansonsten sind alle zur Verfügung, die auch jetzt im Pokal dabei waren. Und wir haben keine Sperren jetzt mal am Freitag oder morgen. Also von daher werden wir auf jeden Fall eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz kriegen.